Hallo, willkommen zu meinem Kleiderschrank im April. Das ist jetzt der vierte und letzte Teil für diesen Monat und ich zeige euch noch, was ich für Jacken im Kleiderschrank habe und möchte auch noch mal auf meine Jeanshosen eingehen, die ich eigentlich immer standardmäßig jeden Monat hier oben im Kleiderschrank dann auch lagere und anziehe, wenn es eben gerade passt. Kommen wir erstmal zu meinen Jacken. Und zwar habe ich hier zwei Blazer, die habe ich aus dem letzten Monat übernommen in den Kleiderschrank. Einmal so ein hellblauer und auch ein weißer Blazer. Die sind aus so einer Mischung, glaube ich, aus Baumwolle und Leine. Also die haben immer so einen leichten Knitteranteil. Ich finde, die sehen aber auch echt ganz frisch aus und lassen sich gut mit unterschiedlichen Sachen kombinieren. Für solche Blazer und auch für feinere Blusen habe ich mir mittlerweile auch einen Steamer gekauft. Das ist eben wie so eine Art Bügeleisen, mit dem man eben dann mit Wasserdampf dann solche Kleidungsstücke glätten kann. Und dann hat man nicht das Problem, dass man gerade bei Rüschen und komplizierten Formen immer gucken muss, wie man das Bügeleisen führt, damit man nicht zusätzliche Knitter reinkriegt. Vielleicht ist das auch mal was für euch. Ich kann euch gerne mal den Steamer vorstellen. Heute würde das jetzt zu weit führen, das würde einfach zu lange dauern. Aber mal schauen. Also damit werde ich auf jeden Fall jetzt diese Bläserjacken dann auch glätten. Ja, und wo ich jetzt gerade diesen weißen Blazer sehe, im März habe ich ja euch diese Bluse gezeigt, die so ein bisschen eingegraut war und habe euch auch gefragt, was soll ich damit machen, ne? Und ich habe mich jetzt wirklich ja auch entschieden, die dann nochmal zu bleichen. Das war mit Zitronensäure. Und ich bin noch nicht ganz zufrieden, ganz ehrlich. Also ich finde, dass sie immer noch nicht weiß geworden ist. Und eine von euch hat mir allerdings geschrieben und hat gesagt, Nancy, färb doch diese Bluse um. Und jetzt denke ich drüber nach, das auch zu tun. Ich halte euch in jedem Fall auf dem Laufenden, wenn ich das getan habe und wie sie dann aussieht. Ich bin mal gespannt. Ich werde auch noch zwei Steppjacken raussuchen. Die habe ich jetzt hier noch gar nicht in dem Kleiderschrank, die so mittelwarm sind, weil gerade im April gibt es ja immer wieder Überraschungen. Man weiß nicht, ob es mal kühl ist oder warm ist. In der Regel hoffe ich, dass ich eben mit diesen Bläsern auskomme, dass ich die dann einfach trage oder dass ich einen Layering-Look dann auch verwende, um ein bisschen wärmer gekleidet zu sein. Und dafür eignen sich ja auch Shirts, Blusen eben ganz gut. Ne? Ich zeige euch mal welche. Und zwar habe ich zum Beispiel eine solche Long-Bluse oder ein solches Long-Hemd, also ein langes Hemd. Das kann man auch offen tragen und kann eben drunter ein T-Shirt tragen. Und ich habe auch hier nochmal von Gudrun Söden, ich hoffe, dass ich es richtig wieder ausgesprochen habe, habe ich auch hier diesen. Ja, was ist das eigentlich, ne? So Jäckchen, Jacke, lange Jacke, die ist aus Leinen. Ich finde sie echt schön, gerade weil auch hier dieses Blattmotiv da so drauf ist. Bei der muss man allerdings aufpassen, dass es dann nicht so, wie will ich mal sagen, ja, ohne dass ich es bös meine, so hausmütterchenartig aussieht, ne? Also da muss man schon gut überlegen, dass man da eine sportliche, schlank geschnittene, vielleicht weiße Jeanshose drauf trägt. Muss ich mal schauen. Oder dann noch so ein Tanktop, das dann einfach offen lässt, ja, dass das so ganz leger ist, ein nur leicht wärmt und man irgendwie noch flott und modern aussieht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich da schöne Looks hinkriege. Ich werde es aber mal probieren und im Rahmen der Short-Videos zeige ich euch dann auch, wie das aussieht. Und ihr könnt natürlich auch ganz normale, so mittellange, normal lange Blusen nehmen und die auch als Jäckchen tragen. Das geht ja auch. Das hier ist eine meiner Lieblingsblusen von Lily Silk. Das ist so ein Streifendesign, was nie aus der Mode kommt und das kann man dann echt gut kombinieren. Ich kann mir vorstellen, dass ich da auch wieder dieses weiße Tanktop drunter trage oder vielleicht auch mal mutig bin und eine ganz andere Farbe nehme. Mal schauen. Und jetzt kommen wir mal zu den Jeanshosen. Ich habe drei Jeanshosen für diesen Monat. Und zwar einmal so eine, ja, etwas verwaschene,
bisschen dunklere Jeanshose. Die habe ich auch schon sehr lange. Und die hat hier so am Ende, ja, am Abschluss, so ein bisschen so einen ausgefransten Abschluss. Ich muss sagen, ich finde das locker und ein bisschen flotter, je nachdem, was man auch da drauf trägt. Ich finde es aber auch gut, dass man hier diesen Abschluss nach innen krempeln kann oder auch nach außen krempeln kann, dass der dann echt ordentlich aussieht und man die Fransen gar nicht erkennt. Da kommt es immer drauf an, was man gerade für ein Outfit eben wählt. Dann habe ich nochmal die schwarze Jeanshose dazu genommen. Ich halte sie auch nochmal hier rein. Und ihr seht hier, das ist jetzt so ein eingenähter Streifen. Ihr erinnert euch dran, dass ich mal ein Video gemacht habe zum Thema Baggy Jeans oder locker geschnittene Jeans. Und da habe ich euch ja gezeigt, wie man aus alten Jeans, die jetzt eher so skinny, eng geschnitten sind, da kann man dann eben so einen Streifen reinnähen und die dadurch etwas vergrößern. Und ja, ich finde, die ist sehr schön und die werde ich in jedem Fall tragen. Schwarz ist ja auch sehr neutral und da kann man ganz bestimmt tolle Looks hinkriegen. Die dritte Jeanshose, das ist diese hier. Damit man mehr sieht, zeige ich es mal so. Und die habe ich auch ganz normal vom C&A gekauft. Also das ist jetzt auch keine Designermarke oder so, weil das eben eine Jeanshose ist, die gerade im Alltag ihren Einsatz findet und da wirklich toll ist. Und ihr seht das vielleicht, diese Jeanshose, die hat einen ganz hohen Stretchanteil. Ich finde das so angenehm, weil viele von uns haben ja so dieses Thema mit Ü50, dass der Taillen- und Bauchbereich ein bisschen größer wird und man findet wirklich schwer Schnitte, die dann zu einem passen, ja. Und da ist eine Möglichkeit, dann eben eine solche Jeanshose zu nehmen, die eben so einen Stretchanteil hat, so einen hohen, und die aber ganz normal aussieht. Also wo jetzt nicht so stretch seitlich eingearbeitet ist, dass das jeder sieht, sondern eine ganz normale Jeans, die einfach nur elastisch ist. Ich glaube, die gibt es auch noch beim C&A, guck da mal nach, aber es gibt auch andere Marken, andere Kaufhäuser, wo man eben solche Hosen bekommt. Und an eurer Stelle würde ich da einfach mal Ausschau halten. Wenn ihr auch das Thema habt, dass ihr etwas weniger Taille habt und ein bisschen mehr Freiraum im Bauchbereich benötigt. Ja, und natürlich habe ich nicht nur Jeanshosen im Kleiderschrank, sondern ich habe auch eine ganze Reihe an Stoffhosen jetzt im April dabei. Zum Beispiel hier so eine Seidenhose, die wirklich so fließend gestaltet ist. Da kann man auch viel mitmachen, gerade mit Blusen beispielsweise oder Shirts. Ich habe natürlich wieder meine Chinohosen dabei und habe auch mal so eine richtig kräftige Farbe reingenommen. Das ist so ein Fuchsia-Farbton. Und ich habe auch diese Leinenhose mit reingenommen, die so, ja, so gewickelt ist, so kann man sagen. So eine Art Wickellook hat. Und ja, mir gefällt sie sehr gut. Die ist neutral, die kann man auf alles kombinieren. Die hat allerdings einen Nachteil, habe ich festgestellt, jetzt, wo ich sie schon ein Jahr getragen habe. Und zwar ist das hier in dem Schrittbereich, ich zeige es euch, auch hier entstehen extrem viele Fusseln. Und das sieht auch wieder sehr abgetragen aus. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, weil die Hose ist wunderschön. Nur eben dieses Material hat sehr schnell aufgegeben. Und ich muss sagen, dass ich jetzt mit meinem Fusselrasierer da eben immer wieder drüber gehen muss. Ich gehe davon aus, weil die wirklich so arg pillt, dieses Material und diese Hose, dass ich sie nur noch dieses Jahr tragen kann, weil ich den Eindruck habe, dass das Material gerade hier in dem Schrittbereich schon jetzt deutlich dünner geworden ist. Und wenn dann immer so ein Abrieb entsteht und so ein Pilling, dann ist einfach bald so wenig Material da, dass die ersten Löcher entstehen. Also das war jetzt so ein Reinfall, muss ich wirklich sagen. Und ja, da habe ich dann schon gedacht, naja, beim nächsten Mal achte ich drauf, dass ich doch eine gute, hochwertige Baumwolle verwende oder vielleicht auch ein Material, was da ein bisschen robuster ist, ne? Was ein bisschen länger hält.
Ja, ich hoffe, dass dieser letzte Teil euch auch gefallen hat. Ihr könnt mir ja mal schreiben, gerade auch zum Thema Jeanshosen und Stretch-Jeans, ob ihr da noch interessante Tipps habt, auch für die anderen, weil dann können wir ja alle in der Community eure Tipps aufgreifen und haben einfach mehr Infos. Dieses Mal gehe ich nicht auf die Schuhe ein, da passiert auch nicht so super viel. Ich habe wieder Stiefeletten dabei, ich habe Ballerinas dabei, ja. Und da werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Monat, im Mai, das Thema Schuhe wieder aufgreifen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und wir sehen uns dann im Mai wieder mit meinem Kleiderschrank im Mai. Bis dahin, alles Gute, tschüss!